zwei Jahre zuvor. Das ist das Krankenhaus, wo wir waren. Am Ende vom ersten Teil. Okay, wir haben in der letzten Rückblende ja gesehen, wie Ellie Joel konfrontiert hat und ihn gefragt hat. Und deswegen ist sie jetzt wahrscheinlich hier, weil sie antworten will. Aber es ist keiner mehr da. Okay. Okay, ich habe keine Waffen, ich habe gar nichts. Okay, also ist hier auch nichts. Ich kann nur die Taschenlampe ein- und ausschalten. Ich kann keinen Lauschmodus machen, nichts. Das war da auch krass. Einiges zurückgelassen. Am Ende vom ersten Teil in dem Krankenhaus. Wir mussten die ja vor allen Dingen auch alle töten. Wir hatten ja keine Wahl. Komm schon. Da muss doch irgendwas sein. Seid ihr verschwunden? Aber an diesem Punkt erhärtet sich natürlich immer mehr, dass das alles mit dem Ende vom ersten Teil zu tun hat, wo Joel die halt alle hier umgelatzt hat. Was ist das? Das Wachstum ist eindeutig mutiert. Ich bin gespannt, ob die Testergebnisse unserer Theorie untermauern. Das ist ein ganz großes Ding. Das ist Ellie. Das ist Ellie ihr Arm und das ist Ellie ihr Kopf. Morgen in diese Zeit werden wir den Lauf der Geschichte verändert haben, Jay. Okay, also Ellie weiß, dass Joel gelogen hat. Ich gehe von aus, sie findet jetzt die Wahrheit hier heraus. Wir müssen durch diese Tür, die kennen wir alle noch, aus dem ersten Band. Ersten Band? Ersten Buch? Nein, aus dem ersten Spiel, mein Gott. Ist hier irgendwas? Don, weißt du, ich habe echt gern diese ganzen wertvollen Krankenhaus... Was? Weißt du, ich habe echt gern diese ganze wertvolle Krankenhausausstattung katalogisiert und gesammelt. Und als ich fertig bin, höre ich, dass sie keiner mehr brauchen kann. Ich kann echt nicht glauben, dass ihr unsere Auflösung beschlossen habt. Ich verstehe es ja, es war ein Wunder, dass uns durch die Finger geglitten ist. Echt scheiße. Aber die ganze Welt ist scheiße. Wie können wir einfach so aufgeben? Was jetzt? Sollen wir in Quarantänezonen leben? Uns einer drittklassigen Widerstandsgruppe anschließen? Es kann doch nicht sein. Es muss doch noch Leute geben, die mehr wollen. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, diese Leute zu suchen. Und wenn ich dabei draufgehe, Scott. Okay, also die Fireflies haben sich anscheinend dann nach dem Massaker hier im Krankenhaus aufgelöst. Weil sie hatte ja auch gesagt, also Nora gerade eben, dass es keine Fireflies mehr gibt. Aber weiß Ellie dann jetzt auch, dass Marlene tot ist? Weil das weiß sie ja rein theoretisch auch nicht, ne? Dass Marlene tot ist. Das ist der Operationssaal. Da ist das Blut von dem Arzt.
zu denen, die dem Schmuggler auf der Spur waren. Und dem Mädchen. Die meinten, selbst wenn wir sie finden oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Denn die einzige Person, die einen Impfstoff entwickeln könnte, ist tot. Oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Ali! Komm her. Was hast du dir nur gedacht? Mitten in der Nacht einfach so davonzulaufen. Sag doch was. Du hast mir nicht mal eine Nachricht hinterlassen. Sag mir, was hier passiert ist. Wenn du mich noch einmal anlügst, bin ich weg. Und du siehst mich nie wieder. Aber wenn du mir die Wahrheit sagst, gehe ich zurück nach Jackson. Egal, was es ist. Sag schon. Ciao. Einen Impfstoff zu entwickeln. Hätte dich getötet. Ich hielt sie auf. Oh mein Gott. Pass mich bloß nicht an! Ich gehe zurück. Aber wir sind fertig. Tag 3. Alter. Wie sieht aus? Sie überhaupt noch gehen kann. Alter. Okay. Ganz kurz, bevor wir weitermachen. Ich muss das gerade erstmal ganz kurz alles sacken lassen. Also, Ellie weiß, was passiert ist damals. Und deswegen war ihr Verhältnis zu Joel am Anfang auch so ein bisschen unterkühlt. Also wenn sie über Joel gesprochen hat am Anfang mit Dina, war sie ja so ein bisschen eher distanziert und das erklärt natürlich, warum.
Aber ich habe mich halt am Ende vom ersten Teil schon gefragt, warum haben sie Ellie nicht einfach gefragt? Warum mussten die Fireflies über ihren Kopf hinweg jetzt entscheiden, sie jetzt umzubringen, um den Impfstoff zu entwickeln? Hätten sie einfach gefragt, sie wäre ja bereit gewesen, sich zu opfern. Und dann hätte Joel keinen Grund gehabt, diese Leute auch umzubringen. Oder hätte der Arzt am Ende vom ersten Teil, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich habe das noch ganz gut im Kopf, diese Szene, wo Joel in diesen Operationssaal reinkommt und der Arzt weggeht und sich ein Skalpell greift und sagt, nein, sie bleibt hier. Hätte der Arzt sie einfach gehen lassen, wäre er wahrscheinlich auch noch am Leben. Es sind so viele Szenen in diesem Spiel einfach, wo ich mir denke, Leute, ihr müsst doch mal über eure Reaktion auch nachdenken. Wie die mit dem Hotline Miami-Spiel da. Hätte sie nicht versucht, Ellie umzubringen, hätte Ellie sie vielleicht gefesselt und irgendwo liegen lassen. Ja, wir leben in einer grausamen, harten Welt, aber es gibt so viele Reaktionen von diesen Charakteren in diesem Spiel, die ich persönlich so nicht immer nachvollziehen kann. Das ist krass. Und das ist halt auch immer so sehr, sehr viel, finde ich, so zum Verarbeiten und zum Verdauen. Alter, es ist einfach heftig. Okay, also wir wissen jetzt, Abby, wo hängen noch die ganzen Kostüme? Guckt mal, wie cool. Also ich würde mir auf jeden Fall so ein paar Kleider mitnehmen. Die finde ich mega nice. So 20er-Jahre-Kleider. Ich mag den Stil. Ellie hätte sich ja mal hier was Frisches, ein Hemd oder so anziehen können. Die hat immer noch ihr verranztes T-Shirt, glaube ich, an. Oh, nee. Ich sag's euch, dieses Spiel macht einen fertig. Das ist halt auch krass, ne? Du hattest jetzt auch bei Nora, dieses Spiel lässt dir halt auch keine Wahl. Du hattest keine Wahl. Du musstest sie schlagen und foltern in dem Sinne. Weil das Spiel Dina? Dir das so vorgibt. Das Jesse? Ist heftig. Das ist einfach nur mega, mega heftig. Und Ellie ist in dem Moment, wo sie Nora so brutal misshandelt hat, nicht besser als Abby. Keinster. Hey, Messer. Hey, sieh mal Joe. In dein Lieblingsstreifen. Keinster Art und Weise. Ich weiß nicht. Man kann in dem Moment jetzt, finde ich, diesen Hass von Abby und den anderen vielleicht auch mehr verstehen. Und man muss halt sagen, man kann sagen, was man will, aber Nora hat es ja auch gesagt, wir haben euch am Leben gelassen. Sie haben wirklich nur Rache an Joel geübt für das, was er getan hat und haben die anderen beiden am Leben gelassen. Ja, sie haben sie zusammengeschlagen und alles, aber sie haben sie am Leben gelassen. Und wenn ich überlege, was wir hier alle schon niedergemetzelt und geschnetzelt haben, ja, auch weil wir keine Wahl hatten und angegriffen wurden, aber es ist trotzdem krass. Ich finde dieses Spiel so heftig teilweise. Alter, vor was für Entscheidungen du hier stehst. Das ist so übel. Okay, was wollte ich jetzt? Ich wollte mal ins Tagebuch gucken. Also ich habe den falschen Knopf gedrückt. Okay, hier links, das hatten wir noch. Rechts das noch nicht. Was ich weiß. Es sind ehemalige Fireflies aus dem Krankenhaus. Das ergibt Sinn. Mein Bauchgefühl hat mir das schon die ganze Zeit gesagt. Die WLF hat einige von ihnen aufgenommen, nachdem sie sich aufgelöst hatten. Sie sind nur nach Jackson gekommen, um Joel zu töten, Joel zu foltern. Ihn zu töten hat ihnen nicht gereicht. Abby versteckt sich im Aquarium. Was ich nicht weiß. Warum versteckt sich Abby? Ist das wichtig? Wo sind die anderen? Spielen sie eine Rolle, wenn ich mir Abby schnappe? Nein. Wo ist Tommy? Lebt er noch? Er muss einfach. Sollte ich Dina und Jesse hiervon erzählen? Nein. Sie dürfen nicht erfahren, was Joel getan hat. Sie würden es nicht verstehen. Verstehe ich es? Ich glaube, sie versteht es zum Teil. Ich glaube, Ellie versteht es zum Teil. Das ist halt diese Reise, die Joel und Ellie da im ersten Teil durchgemacht haben. Ich glaube, Joel hat einfach so eine krasse Bindung zu Ellie aufgebaut, wie er seit Sarah wahrscheinlich keinem anderen Menschen mehr gegenüber hatte. Und vielleicht hat er in ihr auch seine Tochter gesehen und wollte sie halt nicht nochmal verlieren. Das ist... Gefühle
eines Menschen sind schon echt krass. Okay, wo sind wir denn hier eigentlich? Kommen wir mal zurück zum Spiel. Ich höre jetzt auf, hier rumzuschwafeln. Aber ich möchte ja meine Gedanken auch mit euch teilen. Alter. Okay, das ist halt quasi hier hinter der Bühne. Aber das ist... Warum kann ich hier überall so rüberspringen? Und da konnte ich doch eben irgendwo durchlaufen hier. Irgendwo. Das gibt mir zu denken. Dina? Jesse? Wo sind die zwei? Wollen wir nochmal Gitarre spielen? Kann keine Gitarre, aber... Klingt schon echt schön so. Ich habe mal ein YouTube-Video gesehen. Da hat einer wirklich auf dieser Gitarre ein Lied gespielt. Es klang zwar ein bisschen holprig, weil halt immer hier mit links und rechts die Saiten wechseln musste. Aber er hat ein Lied gespielt. Das war so cool. Müsst ihr mal bei YouTube eingeben. The Last of Us Gitarre, Musik oder so. Da findet ihr das auf jeden Fall. Richtig, richtig cool. Es gibt auch ein Video zu The Last of Us 2, wo wir am ersten Tag in Seattle sind und diesen riesigen Abschnitt haben, wo du vergleichen kannst, ob es diese Gebäude wirklich so gibt und wie die in echt aussehen. Das ist auch richtig cool. Okay, was ist hier los? Oh Gott, Dina sieht scheiße aus. Sie hatte eine harte Nacht. Konnte kaum Wasser bei sich behalten. Du hättest mich wecken sollen. Ist sie schwanger? Ja. Ich verstehe, warum du hier bist. Aber sie muss zurück. Sie braucht Hilfe und die bekommt sie nicht, wenn... Ja, ich weiß. Aber ich kann Tommy nicht im Stich lassen. Er ist meinetwegen hier. Vielleicht bringst du sie zurück. Sie wird nicht ohne dich gehen. Ja. Scheiß drauf. Holen wir Tommy. Das Aquarium, das das Mädchen erwähnt hat. Tommy hat Abby noch nicht gefunden. Wir bleiben da, bis er sie hat. Und es ist okay für dich, Dina allein zu lassen? Sie will es so. Okay. Sagen wir ihr, dass wir gehen. Wir treffen uns draußen. Ja. Okay, Jesse weiß es.
Du musst die Tür für uns verriegeln. Okay. Warum sitzt er da im Regen? Los geht's. Laut deiner Karte liegt das Aquarium am Strand. Also hier lang. Ja? Mann, wie soll man in der Stadt trocken bleiben? Wo willst du hin? Ich will nur mal ganz kurz was gucken. Wir sind ja das letzte Mal hier lang. Wo kommt denn dieses Schild auf einmal her? Wir sind beim letzten Mal hier durch. Und jetzt liegt da auf einmal ein Schild? Ja. Okay, wo kommt das her? Ich bin überrascht. Da ist nichts drin. Oh, ich finde es immer noch so schade, dass in diesen Autos einfach nichts drin ist. Okay, wir müssen... Ah, okay. Ja, alleine sind wir da nicht hochgekommen das letzte Mal, ne? Okay, hoch mit dir. Also, wir haben eine Naht hinten an der Schulter, Mädchen. Das kannst du doch nicht machen. Okay. Danke. Okay. Was hast du Dina erzählt? Dass wir im Aquarium nach Tommy suchen. Ich erzählt, dass du es wusstest. Hast du das? Meinte ich nicht. Okay, da geht's rein. Das Aquarium eine Wurfbasis? Das glaube ich nicht. Nora meinte, dass sich Abby da versteckt. Hat sie dir erzählt, warum sie es getan haben? Ja. Ein Zerwürfnis zwischen Joel und einigen Fireflies. Wie jetzt Ex-Fireflies. Was für ein Zerwürfnis? Er war ein Schmuggler. Und es gab Streit wegen ein paar Waren. Es kam zum Kampf. Einige sind gestorben. Schätze, sie wollten Rache. Scheiße. Ändert das irgendwas für dich? Nö. Ich muss da was wissen. Wenn wir Tommy finden, gehen wir dann nach Hause. Ja. Ist ein paar der Arschlöcher am Leben? Dina sollte zurück nach Jackson. Okay. Gut. Okay. Sie hat ja gesagt, sie wäre eigentlich nur Abby. Hat sie in ihrem Notizbuch, also in ihrem Tagebuch geschrieben. Wenn sie Abby hat, denkt sie, dass sie die anderen in Ruhe lassen kann. Ich meine, so viele sind ja auch nicht mehr übrig. Okay. Was ist denn das hier für ein Scheißwetter? Alter Falter. Da kommen wir nicht lang. Die Musik wird hier schon wieder so bedrohlich. Da hinten ist was. Ich könnte jetzt wieder ein paar Tüchleins und Alkohol gebrauchen. Wir müssen da rein. Mist. Versperrt. Jetzt mal rein theoretisch. Können wir da nicht einfach drüber klettern eigentlich? So wie eben auch. Jessie? Ach da. Okay, Jessie ist hinter mir. Klebeband. Da hinten ist Licht. Blockiert?
Ich brauche Shotgun-Muni, Leute. Shotgun. Bitte Shotgun-Muni. Hängt hier noch was an den Ständern? Okay, Jessie steht hier halt auch total gechillt. Dann Frage ist, wo müssen wir denn jetzt lang? Da, okay, dann gehe ich erstmal kurz noch da. Okay, da geht's nicht durch. Okay, das wird nichts. Sag ich doch. Warte, nur sicher gehen. Wie hätte doch sein können, dass da noch eine Werkbank ist, oder? Fragst du dich manchmal, ob sie uns nach Jackson folgen werden? Tja. Was meinst du? Ich meine, wir mähen ihre Leute nieder. In ihrer Stadt. Wegen dem, was sie getan haben. Kam Abby und ihre Freunde nicht wegen Joels Tat nach Jackson? Hier ist es nicht wie in Jackson. Joel und Tommy haben Abby geholfen, als sie angegriffen wurde. Stimmt. Diese Leute bringen einfach nur jeden um. Sie haben sofort auf dich geschossen, oder? Ja, stimmt wohl. Das stimmt, aber die haben halt auch momentan mit diesen Scars, ne? Oder? Ist das hier schon lange so schlecht? Nur ein paar Tage. Als wir hergekommen sind, hat sie eine Horde Wolves kalt gemacht. Du wärst beeindruckt gewesen. Oh ja, mit ihr sollte man sich nicht anlegen. Oh, Schräubchen, geil. Ja, ist trotzdem halt die Frage, ob sie den beiden nicht. Warte. Nicht doch irgendwie folgen. Kommt jetzt hier was? Gott, ich vertraue diesem Spiel nicht, ne? Eine Werkbank. Geilo. Sag's gerade noch. Eine Werkbank wäre mal wieder schön. Hab zwar nicht so. Und mal wieder eine Karte. War lange nicht gehabt, eine Karte. Tormentra. Ich würde sagen, böse. Ja. Nicht ostig böse, aber böse. Pillen. Okay. Wir haben diesmal Jessie dabei. Wir hoffen jetzt einfach mal nicht wieder angegriffen zu werden. Ich wollte die Stabilität vom Bogen machen, ne? Mhm. 60% Stabilität, okay. Ich liebe den Bogen. Oh, Milo, was? Mein Hund liegt neben mir und kam gerade nicht so richtig mit sich klar. Ich würde halt, glaube ich, die Stabilität bei der hier noch machen wollen. Wie viel brauchen wir denn dafür? 50. Okay. Stabilität bei der. 40. Also eine von den beiden würde ich noch die Stabilität machen. Momentan primär bei der, weil wir für die andere einfach keine Munition haben. Also müssen wir mal gucken, wenn wir wieder 50 Dinger zusammen haben. Und hoffentlich noch eine Werkbank finden. Voll. Wir könnten. Wir machen einmal Sprengpfeile. Das hat mit dem Klicker eben echt gut funktioniert und dem Sprengfall. Ich hab Schiss, dass hier irgendwo Stalker sind. Oh. Ich hasse Stalker. Okay, Jessie ist hier noch recht entspannt. Oh, Schere ist auch voll. Wir machen einfach mal noch einen. Wenn wir das jetzt aufwerten, haben wir wieder kein Klebeband mehr. Das ist ein Cutter. Warum hast du den Molly in der Hand? Den Molly weg. Warte mal, und warum ist jetzt hier die Waffe drin? Gut. Mal wieder normale Pfeile reinmachen. Okay.
Gibt's hier was oder was guckst du hier, Jesse? Kriegen gerade relativ viel, geil, Klebeband, relativ viel Loot, ne? So wahrscheinlich nach dem Krankenhaus, wenn alle deine Reserven aufgebraucht sind. Ich glaube, da geht's weiter. Ich glaube, hätten wir wirklich versucht, im Krankenhaus alle wegzuschnetzeln, wären wir jetzt alles los. Hey, hilf mir mal. Dann wären wir alles an Munition und alles los. Wie gesagt, ich versuche so leise wie möglich vorzugehen. Hier durch. Ich muss einfach fragen. Warum hat sie mir nichts gesagt, dass sie schwanger ist? Hat so. Sie sagt es dir sicher, wenn... Für heute geplant. Alle Einheiten werden dabei sein. Oh. Wer hat dir das gesagt? Der Chef selbst. Wir sind in dieses Gebiet, warten auf die Einheit. Dann machen wir die Scouts klar. Letztes Mal... Es wird nicht wie letztes Mal. Sind sie? Sind denn das 3, 4? Scheiße, ich guck mal hier hin. Was steht denn der jetzt einfach so da oben? Zum Schmeißen. Wie konnte uns jemand entwischen? Können die beide mal jetzt weggehen? Okay, der eine geht in eine andere Richtung. Sehr gut. Ist nur noch er, ja, ne? Den Muni sparen. Wieder 4 Leute mehr auf unserer Liste, die wir getötet haben. Wo muss noch einer sein? Vielleicht doch. Hä? Ich kann sagen, die Musik ist weg, aber ich habe doch gerade noch jemanden gehört. Da hat doch gerade noch einer geredet. Wir durch das Gebäude? Nee. Hier. Jesse, du solltest da weggehen. Ja.
drin. Du warst immer noch nicht, ne? Halt niemanden mehr. Da hinten. Da ist noch jemand. Es regnet immer noch. Wir sind hier noch. Aha, okay, wir sind quasi unter einer Brücke oder so. Wo ist die denn jetzt hin? Gesehen, dass sie da jetzt wieder zurückkommt. Ich dachte, die wäre draußen. Wo? Da ist noch jemand. Wo kommen die denn jetzt alle her? Dürfte reichen. Okay. Scheiß Wurfs, Mann. Ich schieß für dich. Sie führen Krieg mit dem verdammten Colt. Hab sie drüber reden hören. Seraphinden oder so? Seraphiten? Ich hab gehört, man nennt sie Scars. Schon mal einem begegnet? Nein. Glück gehabt. Okay, also 6 Leute. Ja, ich glaube, die waren immer in 6er-Gruppen unterwegs, ne? Nicht ihr den mal noch? Okay. Ich habe hier kein Klebeband. Okay, also hier liegt noch Schere und so. Dass ich nochmal Klebeband finde, um Pfeile zu machen. Vier Pillen brauchen wir noch, Scheiße. Dann kriegen wir einen Pfeilslot mehr an können. Ein Pfeil mehr herstellen. Ich brauche mal noch ein paar Pillen. Entschuldigung. Habt ihr noch 4 Pillen hier irgendwo für mich? Wieso kriege ich denn überall nur die Scharfschützenmunition? Wieso kriege ich die Munition, die ich am wenigsten brauche, andauernd? Ich möchte das Spiel mir damit sagen, benutze mehr das Scharfschützengewehr. So, warte mal, da waren wir drin, ne? Kriege ich meinen Pfeil vielleicht wieder? Ne, der ist zerbrochen. Ist schon krass, wie so eine... Da oben noch irgendwas ist? Ich glaube nicht, oder? Ja. Hier vielleicht? Nee. Okay. Ich wollte nur mal gucken, ob sie sich da dran festhält vielleicht. Da waren wir drin. Aber hier ist doch noch ein Riesengebäude. Kommen wir da nicht rein? Hä? Warte mal, bevor wir jetzt hier weitergehen. Ich möchte gerne hier drüben rein, aber das geht nicht, ne?
Ich will noch mal gucken, ob hier vielleicht noch ein paar Pillen liegen. Nicht, dass ich was übersehen habe. Es lohnt sich halt einfach immer noch mal zurückzulaufen. Da waren wir. Waren wir da drin? Ja, ne? Leider kein Klebeband bekommen. Ja, okay, das war der Raum. Da war noch. Manchmal zeigt der Schubladen wirklich erst an, die du aufmachen kannst, wenn du 3-4 Mal dran vorbeiläufst. Das ist krass. Geht's hier hin? Heftig, wie man sich hier hätte durchschleichen können überall. Kann ich? Ne, kann trotzdem nichts mitnehmen. Okay, also hier kommen wir anscheinend. Ich will keinen Tipp, danke. Ich bin mit Absicht noch nicht weitergelaufen, Spiel. Da geht's noch irgendwie hoch. Ich finde das gerade so schade, dass wir hier nicht reinkommen. Schade. Was sind das alles für Poster? Ein Haufen Comics. Moment. Was ist hier passiert? Ein Treffen von Leuten, die sich für den Kram interessieren? Wie du im Grunde. Hier waren wir schon. Zur falschen Zeit geboren, Mann. Seattle Conference Center, hier waren wir schon. Wir waren... Oh, ich verstehe, wir sind wahrscheinlich auf einer anderen Seite rein, hinten rum, wo wir den gestrigen Tag, also Tag 2 gespielt haben, wo wir mit den, wo die ganzen Stalker waren, da waren wir auch im Seattle Conference Center. Ich will kein Tippspiel. Danke. Geilo. Toll. Spiel. Ich habe keine Idee. Denk mich doch. Versuchen wir es. Ja, Jesse, ich komme gleich zu dir. Ich will doch nur noch mal gucken hier. Ah, nee, warte. Da kann ich doch vorbeilaufen hier, oder? Ich war noch nicht mal in der Ecke und das Spiel macht schon wieder Backseat Gaming. Kann ich gar nichts aufheben? Null? Niente? Bin ich jetzt tot? Gibt hier noch was? Also dieses Spiel, ne, wenn man sich wirklich, wie ich, ganz genau umschauen möchte, ist dieses Spiel echt nervig. Manchmal zu einem. Ja, Jesse, ich sehe das, dass wir da hinten hin müssen. Wir hätten uns anscheinend hier auch wieder komplett durchschleichen können. Mit dem ganzen Fahren hier und wären dann einfach da drüber gehopst. Okay.